So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Guckt dir das an, die Sonne brennt schon wieder alles weg. Das ist das Halterungsstäbchen. Ich laufe gerade in den Park. Da war gerade ein, ich weiß nicht was es war, der sah aus wie Cengiz hier von den Ape Dingsbums irgendwas. Sah aus wie Cengiz, hat geredet wie Cengiz. Stand da rum mit einer Flasche Wodka vom Rewe. Die ganze Zeit, oh hier Simpsons, look, oh very nice, die ganze Zeit. Ich glaube, das war eigentlich ein Halbrusse oder irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat er sich übelst gefreut. Da drüben sitzt auch einer rum im Gebüsch, macht irgendwas. Wir sind jetzt hier angekommen im Park. Ich muss mich jetzt hier hinsetzen. Ich habe mega Stress. Ich will jetzt einen Solo-Raid machen. Ich habe jetzt Bock, heute schaffe ich's. Das habe ich im Urin von immer noch Genesekt. Ich baue mal kurz auf, ich melde mich gleich zurück. Und dann erzähle ich euch, warum das der schlimmste Solo-Raid ist, den man machen kann. Und was mein Problem dabei war. So, ich bin zurück. Sehr genial, hier kannst du sitzen, hier hast du Schatten, hier beleuchtet nichts, hier hast du deine Ruhe, hier kannst du normal machen. Ich nehme aber jetzt mal die Mütze ab, weil jetzt wird's ernst. Ganz kurz nochmal gezeigt, ihr steht eigentlich hier. Hier habe ich jetzt den Spüle drin, der steht gerade bei einem Raid, zu dem ich mich jetzt selber einlade. Mit dem hier, der steht da, wo ich bin. Und hier, das ist der Raid, den ich jetzt machen möchte beim Turnverein Ketschendorf. Der hat nämlich Zornklinge und Kreuzschere. Achso, das ist übrigens, das hat mir gerade dieser, der Cengiz von den Ape Crime oder wie die heißen, gegeben. Hat extra in der Tasche rumgewühlt und hat mir dann das raus aus seiner Packung. Der hat noch mehr gehabt. Der wollte mich gar nicht mehr gehen lassen, aber der war irgendwie total freundlich und aufdringlich gleichzeitig. Und ich möchte jetzt den Genesekt Duo Raid machen. Es war so schwierig, da überhaupt was zu finden. Ich brauche erstmal mein Handy. Ich bin total durch den Wind. Ich muss erstmal auf die Arena mit dem Spüle-Trend, muss einladen. Dann erkläre ich euch gleich noch was dazu. Private Gruppe natürlich. Da darf keiner Faxen machen. Rad Peak brennt. Peak steht für Pikachu. Rad Peak brennt. Wir haben eingeladen, Spüle-Trend lädt ein zu einem Genesekt. Jetzt gehe ich mal hier drauf. Sobald ich drin bin, gehe ich mit Spüle-Trend aber wieder raus. Denn ich möchte alleine in der Lobby sein. So, danke Spüle-Trend für diese nette Einladung. Das ist richtig cool. Das ist wieder mal Mega Glurak mit Lohe Kanonade. Der ist auf Level 50, der hat 100%. Ich habe das letztens mit dem probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann gesehen, das Genesekt hatte wohl Eisattacken, Eisstrahl oder irgendwas, war tödlich fürs Glurak. Er muss unbedingt Zornklinge und Kreuzschere haben. Der hat jetzt Zornklinge und Kreuzschere. Es ist nur so unmöglich, einen Raid zu finden in Hibu. Den ganzen Tag wartest du und da kommt nichts. Wenn mal einer kommt, hat er die falschen Attacken und dann, als er die richtigen Attacken hatte, war das falsche Wetter da, da war es plötzlich bewölkt und Feuer war nicht mehr geboostet. Wir brauchen sonniges Wetter, damit Glurak bzw. Feuer geboostet ist. Ich habe irgendwann dann einen gefunden, da ging die Aufnahme aber nicht, da habe ich den mit diesem Team gemacht. Das ist auch das Mega Glurak auf Level 50. Dann habt ihr ein Krypto Lavados, ein Krypto Entei und ein Krypto Ho-Oh. Beim Ho-Oh war das Ding schon besiegt, mit Restzeit noch. Die Kryptos haben also gut Schaden gemacht. Ich hätte noch ein 100er Regiram und Flampivian übrig gehabt auf Level 50 mit 100%. Die Kryptos haben gut Schaden gemacht. Aber ich habe so schon gemerkt, dass das Mega Glurak einfach mega lang durchgehalten hat, bevor das umgefallen ist. Weil er ja eben nur Käfer hat gegen Feuer. Und vorhin hat er ja Eis gehabt gegen. Deswegen, wenn ich dieses Team nehme, schaffe ich es 100%. Ich möchte es jetzt aber nochmal probieren, nur mit Mega Glurak, Lohe Kanonade. Beim letzten Mal war das nämlich so, der hat zweimal seinen Move gemacht, ich war tot, ich musste zurück in die Lobby, ich musste beleben. Er hat zwei, dreimal seinen Move gemacht, ich war tot, ich musste zurück in die Lobby, ich musste wieder beleben. Das war bestimmt, ich war bestimmt zehnmal zurück in der Lobby. Und jetzt habe ich bei den anderen, weil ich ein Team habe, bin ich gar nicht zurück in die Lobby gekommen. Das heißt, der Raid Boss hat auch keine Energie dazu bekommen. Ich konnte mit dem anderen Team durchweg einfach angreifen und habe es geschafft. Das hat mir Mut gemacht, dass der so wenig Schaden macht mit seinen Käfer-Moves.
dass ich es vielleicht doch schaffe mit Mega Glurak und vielleicht zwei- oder dreimal in die Lobby zurückzukommen mit Beleben, statt 10-mal zurück in die Lobby und Beleben, dass ich es vielleicht doch zeitlich schaffe, nur alleine mit Mega Glurak ihn hier im Solo zu bezwingen. So. Der wäre auf jeden Fall schon längst tot. Wenn der hier Eisstrahl gehabt hätte, wäre ich schon längst tot. Und genau das Beleben kostet die Zeit. Ich sitze jetzt hier. Es ist bei mir jetzt Donnerstag. Ich habe gestern 5 oder 6 Videos aufgenommen. Darauf habe ich noch Bock gehabt. Heute Abend am Donnerstag gehe ich nämlich. Dann bin ich ab Sonntag mit Pupsi eine Woche weg. Ich habe jetzt 5, 6, 7, 8 Videos vorproduziert die ganze Zeit. Bin nur am Machen, dass in der Zeit, wo ich im Urlaub bin, ihr auch Videos kriegt und ihr was seht. Er ist jetzt hier das erste Mal tot. Drücken jetzt hier drauf, gehen hier hoch, Top-Beleber, zweimal zurück, wechseln, wieder hier drücken. Komischerweise wird mir Spületrend noch angezeigt, dass er in der Lobby ist. Ist er aber nicht, er ist auf jeden Fall raus. Hier oben steht ja auch nichts, da steht ja nicht 2. Da steht auch kein Händchen dran mit Verbündet oder sonst was. Davon abgesehen hätten die eh keinen Buddy-Boost, weil die... Ich habe den vorhin anbefreundet, dass er den einladen kann. Die haben noch nicht mal Stufe 1 beim Herz. Die haben bei der Freundschaft komplett gar nichts. Also das würde dem auch nicht viel bringen. Wir sind jetzt hier bei 180. Wenn ihr beste Freunde seid, dann habt ihr ja nochmal einen Angriffsbonus oder so. Bei Freunden, die sich da gegenseitig auch ein bisschen pushen, ist jetzt hier sowieso nicht. Wir müssen jetzt bitte demnächst in den gelben Bereich kommen. Beim letzten Mal war das, glaube ich, bei 153 Sekunden. Wir sind jetzt hier bei 163 Sekunden. Wir haben 10 Sekunden mehr Zeit gerade drauf. Wir werden gleich nochmal zurückfliegen in die Lobby. Die sind auf jeden Fall bei der Hälfte. Jetzt ist die Hälfte der Zeit um. Wir knüppeln weiter drauf. Ich denke mal, dass die Krypto-Pokémon auch gar nicht so viel Schaden gemacht haben. Im Gegensatz zu dem Mega. Oder doch, ich weiß es nicht. Mir kam das so vor, dass das Mega einfach viel mehr abgezogen hat und bei den Kryptos dann ewig gedauert hat, bis das wirklich mal was abzieht. Auch weil die Attacken bei denen länger gebraucht haben, um voll zu werden. Lohe Kanonade ist einfach ein richtig genialer Move. Jetzt schnell wieder drauf, schnell Beleber hier, top, zweimal zurück, rüber gewischt, drauf. Das letzte Mal zurück in die Lobby und jetzt muss es passen. Wir müssen jetzt in diesen 113 Sekunden diese restliche Energie komplett abnehmen. Ist das noch ein Drittel? Ich weiß es nicht. Ist das mehr als ein Drittel? Es wird auf jeden Fall knapp. Wenn ich es nicht schaffe, dann würde ich euch einfach zeigen, dass ich das halt mit dem anderen Team machen kann, ohne einmal zu sterben. Aber es wäre richtig cool, wenn wir das jetzt hier wirklich schaffen. Die Zeit rennt. Oh, es ist so brutal. Wenn es 17 Uhr. Kann sein, dass 17 Uhr das Wetter sogar wieder wechselt und ich gar keinen Wetterboost mehr habe. Dann stehe ich nämlich da und kann gar nichts machen. Ansonsten ist der jetzt hier rot. Wir haben 75 Sekunden immer noch Zeit. Wir hauen immer noch weiter drauf. Da brauchst du auch nicht wirklich viel Taktik, weil das ist einfach nur stures Knöpfchen drücken. Gleichzeitig Daumen drücken und hoffen, dass das irgendwie noch passt. 60 Sekunden. Es wird immer kleiner und... Wir sind leider auch bei der Hälfte. Ich weiß nicht. 50 Sekunden gleich. Wir müssen Schaden machen. Wie viel zieht das ab? Ich glaube, ich sterb. Ich glaube, wenn wir jetzt so weiter durchmachen könnten, würden wir es von der Zeit schaffen. Aber ich bin vorher wahrscheinlich tot, sodass ich es nicht mehr schaffe. Vielleicht sollte ich einfach mit dem, was es dann auswählt, einfach zurück rein. Ich weiß es nicht. Oder? Wir sind bei 30 Sekunden. Es ist fast tot. Ich bin auch fast tot. Bitte noch einmal Lohe Kanonade, tu mir das nicht an. Nein, er ist fast tot. Wir haben noch 22 Sekunden. Wir sind tot. Wir müssen noch einmal heilen. Zurück auf den Kampf. Nein, ich spüle trennt. Das kommt davon, weil Spüle trennt in der Lobby war. Jetzt noch einmal den Charge Move durchbringen, dann müsste er weg sein, oder? Einmal Charge Move und was ist? Er ist... Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Und es ist genau um 17 Uhr. Meine Damen und Herren, es ist genau um 17 Uhr.
Ich habe keine Ahnung, ob hier jetzt immer noch Wetterboost ist. Ich habe es verkackt, weil ich auf Spüle trennt gedrückt habe. Ich schwöre, das war der Fehler. Sonst wäre das nicht so gewesen. Spüle trennt, du bist schuld. Du hast es kaputt gemacht. Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lade einfach nochmal ein. Ich mache das gleiche nochmal. Ich nehme diesmal das andere Team wahrscheinlich. Ich habe nicht so viel Zeit. Das ist das Problem. Der Akku ist auch gleich weg. Ich gehe nochmal hier drauf. Hey, Laune ist schon wieder im Arsch. Gehst du rein, gehst du Spüle drehen. Ich spule mal vor, bis der Kampf anfängt. Ich gehe mit Spüle drehen aber wieder raus. So. Spüle trennt raus, hat die Lobby verlassen, Handy geht weg. Ich mache es jetzt einfach mit diesem Team, ich habe euch das Team ja vorgelesen. Mega, Glurak, Lavados, Entei und Ho-Oh als Kryptos und das müsste eigentlich reichen. Also, wenn der Kampf losgeht, gleich zurück. So, der Kampf geht los, die Lobby startet und ich habe mir nie den Versuch angeguckt von dem Typ, der das damals probiert hat und geschafft hat. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Der hat ja auch nur einen Glurak gehabt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der vielleicht sogar den Lobby-Trick, also den Zeittrick benutzt hat. Wenn ihr also ein leeres Team erstellt und dann da drauf geht, der Kampf starten will, aber weil ihr kein Pokémon gewählt habt, dann ein Fehler kommt. Oben die Zeit genau komplett bei 300 Sekunden steht, ihr dann rüberwischen könnt, dann mit dem Team in den Kampf reingehen könnt und im Prinzip die vollen 300 Sekunden Kampfzeit habt, während auf normalem Wege, wenn ihr reingeht, vielleicht es bei 295 ist oder so. Das heißt, es sind trotzdem 5 Sekunden, die dann fehlen. Und ohne Spaß, diese 5 Sekunden eben bei mir hätten das alles entschieden. Ich musste noch mal rein. Dann war die Zeit um, ich musste nochmal heilen. Ich habe aus Versehen bei Spüle, ich bin rüber, wollte auf den Kampf drücken, habe oben drüber auf den Spüle-Trend-Account gedrückt, sodass das aufgegangen ist. Das kann den Sieg gekostet haben, dass ich den Lobby-Trick nicht gemacht habe, kann den Sieg gekostet haben. Ich glaube, man kann es schaffen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich kann das jetzt nicht mehr machen, obwohl wahrscheinlich der Kampf jetzt genauso schnell gegangen wäre oder genauso lange gedauert hätte, wenn ich das nochmal gemacht hätte. Ich will es jetzt schaffen, ich muss es jetzt schaffen. Und weil ich weiß, dass ich es damit schaffe, mache ich es jetzt damit. Aber ich glaube, ich werde einen dritten Versuch nochmal wagen. Muss ich gucken, heute nicht. Samstag, kurz nach dem Z-Day bin ich kurz da. Sonntag muss ich schon wieder weg und komme dann erst den Samstag drauf, abends wieder nach Hause. Samstag also wäre die letzte Option, da nochmal irgendwie das zu probieren mit einem Solo-Raid bei Genesekt. Jetzt seht ihr, wir haben jetzt auf jeden Fall das Glurak ist weg. Wir sind bei 180 Sekunden. Das Krypto Lavados ist gerade am Start und kreiselt ein bisschen in der Luft rum. Jetzt ist es bei... Stehe ich nicht. Jetzt ist es bei 174 Sekunden. Bei 174 Sekunden ist es gelb geworden und im ersten Lauf ist es bei 163 Sekunden gelb geworden. Wie kann das denn sein? Das macht auch gar keinen Sinn. Das heißt, ich habe jetzt, obwohl ich nur Glurak hatte und normal mit Glurak angegriffen habe, nochmal 10 Sekunden mehr gut gehabt als vorhin im ersten Versuch. Beim allerersten Mal, beim letzten Video, ist bei 153 gelb geworden. Da bin ich aber schon mal gestorben zwischendurch. Jetzt diesmal war ich nicht gestorben, bin dann bei 163 gelb geworden und jetzt hier in diesem Versuch ist es bei 173. Es ergibt alles gar keinen Sinn, aber egal, muss es ja nicht. Das heißt, das Genesekt ist halt auch nicht jeder Kampf gleich, egal. Wir drücken jetzt einfach weiter drauf. Wir haben ja Hitzekoller hier übrig, dann sieht gut aus. Wir kommen zwar auf die 100 Sekunden, wir sind jetzt bei 111, 110. Das Entei ist beim letzten Mal auch umgefallen, aber wir haben noch ein Ho-Oh. Wir haben noch ein Ho-Oh mit Krypto und Läuterfeuer. Das hat den Krypto-Bonus und es hat Läuterfeuer als Attacke, was ja eigentlich mega stark ist. Und das muss es jetzt in den restlichen 90 Sekunden schaffen. Ich raff gerade gar nichts mehr. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe vorhin einen so gemacht mit dem Team und irgendwie war das wunderbar. Und jetzt denke ich mir, hä, ich bin jetzt beim Ho-Oh nur noch 80 Sekunden und es ist jetzt gerade erst rot geworden. Ob sich das noch ausgeht, ich weiß es nicht.
Müsste aber eigentlich. Wieso habe ich 10 Sekunden mehr gehabt als die ganze Zeit? Und jetzt plötzlich sieht es wieder so knapp aus. Das ergibt keinen Sinn. Das HO ist auch irgendwie jetzt bei der Hälfte, ist gleich weg. Wieso hat Glurak so lange durchgehalten? Und bei HO sieht es jetzt so brutal aus, dass das einfach gleich tot ist. Und das ist mir vorhin nicht passiert. Das ist alles ein Rätsel. Vielleicht hat doch das Wetter gewechselt, ich weiß es nicht. Vielleicht doch nichts mehr mit Wetterboost. Aber müsste eigentlich, ich habe ja schließlich schneller mehr Schaden gemacht mit Glurak. Ich blick da nicht durch, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich drücke auf jeden Fall weiter wild aufs Läuterfeuer. Wir sind bei 30 Sekunden angelangt. Ich dachte vorhin, ich hatte 40 Sekunden übrig oder irgendwas, als ich das mit dem 6er-Team gemacht habe. Jetzt sind wir hier bei 24 Sekunden, 23 Sekunden. Das sieht ja auch schon wieder so ähnlich aus wie eben bei dem. Das heißt, das HO ist auch gleich tot, aber wir haben ja wenigstens hier noch Regiram. Regiram muss jetzt den Rest machen in den restlichen Sekunden und wenigstens einmal seinen Move durchbringen, sonst sieht es ja auch schwarz aus. Hau jetzt drauf, mach einen Hitzekoller, 2, 1, oh, es ist besiegt. Wenn ich mir den Versuch angucke, wie knapp der jetzt war, dann würde ich wieder denken, ah, mit Mega Glurak alleine schaffe ich es doch nicht. Weil da ja immer das Heilen noch dazu kommt. Aber Mega Glurak ist ja eigentlich der Beste und macht am meisten Schaden. Ist ja ein Unterschied, ob du da 5000 Mega Glurak hast oder nur so ein... Ich habe keine Ahnung. Ich bin vorhin nicht zum Regiram gekommen. Ich habe vorhin einfach normal gekämpft und da hat das auch gepasst. Es ist schon wieder komplett anders. 18,54. Ich würde sagen, ist egal, ob man den fangt oder nicht. Guckt euch das an. Habt ihr Mega Glurak schon mal solo... Ach, Mega Glurak. Habt ihr Genesect schon mal solo bezwungen? Habt ihr das schon mal solo besiegt? Schreibt's mal rein. Habt ihr noch einen Tipp, was kann man anders machen? Wenn ihr das seht, habe ich es wahrscheinlich eh schon ein drittes Mal probiert und es entweder geschafft oder nicht geschafft. Deswegen könnt ihr dann sehen, ob ich dieselben Ideen hatte wie ihr. Lobbytrick, ja, ist noch eine Sache. Ansonsten war das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.